Willkommen hier zurück zur nächsten Stunde des The Evil Within Marathons. Und ich heiße dich hier wieder herzlich willkommen in der Psychiatrie, in der wir hier mal einmal abspeichern werden. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, mir geht es gut, aber ich will das Kapitel 3 speichern. Wir spielen schon 1,5 Stunden hier, The Evil Within. Und sag bloß, wir können da gar nicht rein. Ja, wie dem auch sei, wir gehen hier wieder zum Spiel. Was gibt's da eigentlich? Zeitung? Serienmorde gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe von Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Na gut, das würde ich ehrlich gesagt auch, wenn ich nicht mehr raus dürfte. So viel steht einmal hier in der Tageszeitung drin. Und wir halten hier einmal, um wieder zurückzukehren in die reale Welt von The Evil Within, wo eigentlich auch nicht real ist, ne? Und wir machen hier einfach einmal weiter. Zack. Bam, bam. Ich glaube, es geht da weiter, ne? Oh, eine Essenz. Das ist toll. Oh, schnell verstecken. Schnell hier wieder raus. Aber wo ist jetzt hier der Ausgang? Okay. Und nun gehen wir mal darauf. Oh, oh, das hört sich wieder so nach dem Kettenmonster an, das wir beziehungsweise vielmehr am Anfang gesehen haben. Wo ist der denn? Das ist natürlich schon ein ekelhaftes Geschrei, muss man wirklich sagen. Das Geld? Nee, Streichhölzer. Wieder so eine Bewegungsbombe. Munition. Haben wir ja alles voll. Wir müssen definitiv aufpassen, vielmehr ich muss aufpassen. Eine Gesundheitsspritze nehmen wir mit. Wo wir hinlaufen. Beziehungsweise vielmehr, wo es so Fallen gibt. So. Was untersuchen denn? Ach, da draußen, okay. Gut, ich möchte wieder die Untersuchung natürlich abbrechen. Wie geht das denn? Wie unterbreche ich? Ich verstehe es hier gerade nicht mehr. Ich mache hier mal ein Licht an. Ist das wirklich beschissen? Kann das sein? Wie zur Hölle kommen wir da wieder weg? Gut,
gut, wir können hier was verbrennen. Das wäre aber unlogisch. Also ich bin jetzt durch C da rausgekommen. Nein, was machst du denn? Okay. Müssen wir da ziehen? An diesem Flaschenzug, wie sich's nennt. Scheint so, als ob wir in einer Mühle sind. Oder so etwas Ähnliches. Streichhölzer sind voll. Ich würde einfach sagen, wir verschwinden hier einmal, ne, über die Leiter, die wir da so getreten haben, so richtig in den Arsch reingetreten. Wir klettern da einmal runter. Laterne, wo hier so quietscht. Oh oh. Die hat uns doch tatsächlich entdeckt. Schieß! Mann! Da ist die Hexe doch wirklich da glatt eingestiegen, ne? Oh oh. Das gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Das war's Falsche. Raus da! Raus, 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 raus! Geht natürlich wieder nicht. Doch. Oh Mann. Ja, der kommt da hoch. Das ist natürlich ganz schön, ne? Scheiße, Mann. Das ist wirklich... Das ist hart. Die Munition nehmen wir natürlich mit. Streichholz nehmen wir natürlich mit. Drei Stück. Zwei Stück, weil unser Streichholzlager voll ist. Oh oh. So, wenn er da jetzt kommt, machen wir den natürlich gleich platt. Komm, 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 komm. Ja, lauf doch hierher, Junge. Mein Finger tut weh. Na, wirst du wohl.
Ja, hat das sich wohl verpisst. Oh, oh. Zack. Nein, jetzt versteckt er sich unterm Bett. Okay. Puh. Da kommen wir ja praktisch her. Doch wie um Himmels Willen kommen wir da jetzt weiter. Verschlossen. Natürlich ganz schön, ne? Wenn man da so vor verschlossenen Türen steht. Nehmen wir mal mit. Besser wie nix. Feuer. Eine Essenz. Nehmen wir natürlich mit. Wo zur Hölle ist denn das Viech? Scheiße, ich brauchte... Oh oh. Der hat doch glatt eine Schrottflinte. Oh oh. Puh. Es ist wirklich, da oben steht da. Nein, das ist nicht so das Richtige. Wir sollten eher mal hier ins Inventar gehen. Oh, Leute, ist das spannend. Sollten uns hier für die Pistole entscheiden. Komm, wir nehmen mal hier nochmal die Flasche mit. Können wir bestimmt gebrauchen. Können da bestimmt auch so hoch. Schwierig, Leute, sehr, sehr schwierig. Oh, oh, der hat uns entdeckt, nicht wahr? Oh, oh, da ist Ditus. Was ist denn da? Du Idiot. Oh, das war ja voll in die Hose, ne? Ja, der hat wieder geschossen. Die rennen da jetzt alle runter. Bis auf den hier.
Nein, nicht das. Ich will C. Nein. Zack. 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 Wirklich hart. C. Verbrennen wir natürlich auch. Es ist alles so hart. Hat uns immer noch jemand entdeckt. Ach Gott. So bist du denn? Viel Spaß. Mann, ich mache mal ein Licht an. Ich sehe ja gar nicht, was für Tasten ich hier drücke. Das hat natürlich einen Nachteil. Irgendwo tut er doch noch was. Ich wollte mal vorschlagen, da mal hochzugehen. Boah, das ist echt anstrengend. Also, das ist wirklich eine Herausforderung hier. Hier oben ist niemand. Was ist das? Was ist das? Ah, neuer Gegenstand. Okay, ein Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Okay, interessant. Ah ja, hier gibt es noch Teile zum Zusammenbauen. Nehmen wir mit. Essenzen nehmen wir natürlich mit. 1000. Untersuchen. Hier scheint natürlich nichts zu sein. Drücken wir mal auf C. Wir können hier untersuchen, oder? Ach, wir gehen einfach mal wieder runter. Naja, fall da nicht runter, Sebastian. Du sollst da nur runterklettern, nicht runterfallen. Da hängt auch schon einer.